So, Finale. Sind wir an dem Punkt, an dem uns zumindest nichts mehr allzu Schlimmes passieren kann? Yucks. Das Problem ist, dass unser Implement ein Ziel braucht. Und Gegenstrikturen sind nicht das beste Ziel dafür. Wir müssen irgendwie zwei Länder ziehen. Also unsere Hand ist fantastisch eigentlich von den Karten. Die besten Karten in unserem Deck. Aber wir müssten irgendwie zwei Länder ziehen. Und erst dann können wir es machen. Wir haben nicht mal ein blaues. Ich glaube, das ist traurigerweise nicht spielbar. Okay. Ice over. Ich glaube, das lege ich runter. Grund ist, wir wollen wirklich zwei Länder finden oder zumindest eins. Crusher. Und ich sehe uns Ice Over früh nicht so wirklich benutzen. Schwarz-Rot, Chaser, Standard. Ja, stell dir vor, wir würden jetzt immer noch nichts ziehen. Also zu dem Nichts, den wir nicht haben. Der Gegner macht einen Token. Alright. Und spielt eine Bad Fair. Und wir, glaube ich, benutzen das Leaf in the Dust. Einfach damit wir sicherer das fünfte Land finden. Dann können wir danach den Hermit spielen. Und zumindest was zum Blocken haben. Dann wird jetzt wahrscheinlich der Screecher nochmal ausgelegt. Oh nein. Das wäre cool. Ja. So haben wir zumindest was, was blockt. Auch was Schönes. Ja. Okay. Gibt's eine nächste Krabbe? Wir haben mehr Krabben als du, teil die Conclusions. Haha. Jetzt kommt es. Oh, okay. Wow. Alle? Alle, ha? Huh? Na gut. Blocken wir den. Screecher. Screecher können wir zum Glück damit blocken. Ups. Prey upon das. Und den da. Haben wir zumindest halb stabilisiert. Okay. Unsympathisch. Und tot. Ja. Wir haben nichts zum Sideboarden, also drücken wir auf Submit Deck. Das war auch schön. Wenn wir nichts zum Sideboarden haben, müssen wir nichts überlegen. Was wären Karten, was man so gebrauchen könnte? Gute Frage eigentlich, ne? In dem Matchup vielleicht irgendwas, was noch fliegt. Vielleicht eine Windrake könnte man reinboarden. Artifact Remover auf jeden Fall. Generell würde ich ein Artifact Removal im Main Deck spielen. Und zwar in der Reihenfolge, dass das, was nur Artefakte kaputt macht, die schlechteste Option ist. Und Appetite of the Unnatural wahrscheinlich das Beste. Ja, ich denke schon. Also eins will man immer haben, irgendwas wird man schon finden. Und es gibt ein paar Sachen, die muss man ja auf jeden Fall wegmachen. Den kann ich hier blocken. Ich glaube, das mache ich auch. Weil Death Touch gegen unsere Bodenarmee relativ stark ist. Und jetzt legen wir die da. Die blockt alles weg. Ich könnte auch den Crusher legen, aber dadurch, dass ich nächste Runde nicht garantieren kann, dass der Crusher
gecrewt wird, mache ich das lieber so. Okay, wir lassen den nicht enttappen und legen den. Das hält die Servos auf. Oder auch nicht. Land. Die findet das. Okay. There's a plan. Snare top da. Right. Den kriegen wir auch nicht so wirklich los. Es sei denn, wir können irgendwie kämpfen. Okay, also wir müssen uns um viele Sachen auf einmal kümmern. Ich glaube, jetzt werden wir erstmal Disallow auf den großen Dude spielen. Das macht unser Gegner nicht. Oh, interessant. Reservoir Walker. Der wird leider auch eins zu groß. Land wäre hier extrem charmant. Wir können einen Token machen. Ja, ich glaube, wir machen einen Token. Dann kann unser Gegner zwar nochmal für 3 angreifen. Aber so wirklich jumpen wollen wir erstmal auch nicht. Wir könnten jetzt den kaputt machen, aber dann würden wir alle unsere, also die beiden Sachen opfern. Insofern müssen wir leider durch, dass wir nicht viel Besseres haben. Unser Gegner spielt Skygate, ist ja auch witzig. Wir gehen auf 2. Wenn unser Gegner den Foundry Pumper legt, macht er nicht, okay. Dann könnten wir aber immer noch Crusher spielen und den Croon und dann kämpfen. Wir opfern Artefakt und nicht Artefakt, okay, dann nehmen wir Servo und das da. Dann. War zum Glück nicht besonders schädlich. Also die beiden müssen auf jeden Fall kämpfen. Und dann legen wir den da. Angreifen können wir theoretisch, aber dann würden wir 2 Schaden nehmen, was dazu führt, dass wir jede Kreatur blocken müssten. Und das ist nicht das, was gut ist. Garrison ist fair. Oh, Garrison kann den Chaser enttappen. Absurd. Legen wir Cobra und Banda. Und sagen Go. Ja, wahrscheinlich. Man könnte mit dem Crusher angreifen. Oder zumindest mit der Cavalry. Oh Gott. Ja, gehen wir auf 1. 1 ist nicht so gut. Da geht das Skygate, was sonst auch einfach gar nichts macht. Wollen wir Marken verschieben? Eher nicht. Hey, Prey Upon. Ich wünschte, ich hätte eine Marke auf meinen Crusher legen können. Sorry. Ich glaube, wir können hier nicht viel tun, ne? Ne, sieht nicht so aus. Also man könnte den Crusher abtauschen, aber das ist auch nicht das, was wir haben wollen. Ja. Ja. Da wollen wir eher die Bat umfighten jetzt. So, Glimmer wäre irgendwie gut. Oder die Krabbe wäre gut. Forest wäre nicht so gut. Ja, sieht nicht so gut aus. Auf 1 kann unser Gegner relativ gut darauf warten, einfach irgendwas zu ziehen, was unblockbar macht. Oder einen Schaden.
Wir haben überhaupt keinen Druck oder Möglichkeit, irgendwas unter Kontrolle zu bringen. Ich sehe, nicht gut für das Match hier. Aber okay. Wir sind sowieso schon viel weiter, als wir uns das jemals erhofft haben. Unser Gegner macht doch erstmal nichts. Oh, das ist nervig. Ich will nichts umschieben. Malfunction. Alright. Alright, alright. ich glaube, das Beste ist es, die Garrison zu tappen, weil sonst wieder das enttappt wird. Also, wenn wir das auf den legen, ist ja das gleiche Problem, dass die Garrison angreifen kann, um das zu enttappen. Und das wollen wir irgendwie nicht. Deswegen machen wir das so. Und im Sinne ist das ja auch eine Kreatur, die wir wegnehmen, weil unser Gegner eine Kreatur legen kann und Haste gibt. Okay. Zwei Karten ziehen ist, glaube ich, ziemlich gut. Gucken wir mal, was unser Gegner hier ausheckt. Wir geben Death Touch. Und es wird wieder zerstört. Alright. Wir tun so, als ob wir eine Flash-Kreatur haben. Gibt es eigentlich eine Flash-Kreatur? Gehulk. Okay. GG, my friend. GG. Alright. Naja, hätte schlimmer ausgehen können. Das war der erste Draft. Und bald gibt's die nächsten. Macht's gut. Viel Spaß bei der Pro-Tour, die dieses Wochenende ist. Und viel Glück.